Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ostdrift. Es ist endlich soweit und Patch 4 ist raus. Und ich habe hier schon öfters mal angekündigt, sei es unter einem Kommentar oder auch auf Twitter, dass ich vorhabe, Ostdrift wieder zu zeigen, sobald Patch 4 draußen ist. Und ja, tada, da sind wir wieder. So, des Weiteren hatte ich vor, meinen angefangenen Save weiterzuspielen, nachdem mir jemand gesagt hat, das kann ich nicht mehr. Und rebellisch wie ich bin, kann ich das ja wohl. Da sind wir nämlich. Ich habe übrigens für dieses Mal so ein bisschen, ja, Hintergrundmusik rausgesucht, nachdem Ostriff ja selber noch keinen Soundtrack hat, leider. Aber das ist erstmal gar nicht so schlimm. Und meine Güte, hat sich hier einiges getan. Wir haben jetzt zum Beispiel, jetzt hatten wir vorher schon, wo ist es denn jetzt? Da. Es gibt jetzt ein richtiges Lagerhaus. Wir haben natürlich noch keins in unserer Siedlung vorgeplant, Wir haben hier unseren Kornspeicher, wir haben unsere Schmiede, unseren Schneider haben wir hier. Was haben wir da? Unseren Schreiner, deutsche Sprache, schwere Sprache, wenn es Englisch ist. Hier haben wir nochmal ein Häuschen, was gebaut wird. Hier haben wir unseren Strohmacher. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Ich wusste tatsächlich letztes Mal nicht, was Setch ist. Aber Setch ist Stroh, eindeutig Stroh. Ja, das ist definitiv richtig. Ne, super. So, hier haben wir... Apropos, können wir jetzt nicht hier auch... Ich könnte schwören, wir können da Leute irgendwie reinschieben. Oh, warte mal, hier können wir zum Beispiel einstellen, wie viele Leute... Ernsthaft, dürfen nur Männer arbeiten? Das ist schon irgendwie gemein, oder? Was ist, wenn hier eine Frau gerne mit Stroh rumspielen möchte? Naja, und ihr könnt ja noch sagen, wie viel Geld die bekommen und so weiter und so fort. Aber das möchte ich eigentlich alles erstmal auf 100% lassen. Ich will jetzt nicht unbedingt die Leute abschneiden, ne, so von ihrem Geld. Übrigens, die Musik, diese wunderschöne, entspannende Musik, werdet ihr definitiv einen Link unten im Channel finden, zu dem Channel von dem Macher. Der ist so freundlich und macht da regelmäßig freie Musik, die man komplett auf YouTube benutzen kann, wie man lustig ist. Darf man sogar monetarisieren. Der will nichts dafür haben. Und das finde ich super. Das Haus kann ja eigentlich auch passieren. So. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir ja auch einen Arbeiter. Was mich interessieren würde, ich glaube nicht, dass es das mittlerweile gibt. Gibt es das? Ich hätte gerne eine Übersicht, wer wo arbeitet. Aber anscheinend haben wir noch 3 arbeitslose Frauen. Ja, immer zu. Immer her mit euch. Wie ihr wollt. Jede Frau willkommen. Genau, hier haben wir ja unsere Farm. Da dürfen auch sehr gerne noch ein paar Frauen ran. Wobei die momentan natürlich eindeutig nichts machen können hier. Also die haben hier zwar ein großes Kartoffelfeld. Apropos Kartoffelfeld, können wir noch ein Feld bauen? Also können wir natürlich. Macht das Sinn, ist die Frage. Aber irgendwie habe ich Lust da drauf. So, wenn wir hier so ein bisschen freilassen, so für den Weg oder so, und dann sagen, ich möchte hier schon so ein bisschen parallel. So. Ungefähr selbe Größe, so. Das wird wieder lustig mit dem Editieren. Ich sehe schon, dass die Musik zwischendrin laut wird. Egal. Das machen wir. Das merkt ihr gar nicht. Also eigentlich hätte ich es gar nicht erwähnen brauchen. Aber ich teile sowas immer ganz gerne mit. Ich weiß auch nicht. So. Getreide oder Sonnenblumen? Ich meine, Sonnenblumen wollte ich echt Sonnenblumen essen. Getreide macht mehr Sinn, aber Getreide muss man verarbeiten. Ich glaube, Sonnenblumen ist ganz okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel die dann im Frühling verarbeiten können. Ich weiß, dass ich es ein bisschen schneller machen möchte gerade. So, ihr solltet ja momentan... Wartet mal. Wir haben doch noch freie Leute, oder? Genau, wir haben 2 Frauen, die nach Arbeit suchen. So, wenn wir jetzt sagen... Hier darf kein... Oh. So oder so darf da keine Frau arbeiten, okay. Hier auch nicht, oder? Nee. Das ist problematisch. Wir müssen Männer frei machen. Aber eigentlich brauchen wir nicht so viel Stroh. Also wenn wir sagen, du da brauchst hier nicht arbeiten, du kannst so irgendwas machen.
Dann sollte das okay sein. Ich meine, Stroh haben wir. Ich bin mir nicht sicher, wo... Da haben wir's. So, Stroh haben wir 20. Die reichen vollkommen. Lehm. Hauptsache, wir haben erstmal 9900 Lehm. Sehr schön. Wasser ist ja auch kein Problem. Dafür haben wir hier einen Brunnen und da unten einen Brunnen. Wir haben ja noch gar keinen Brunnen. Oh! Moment. Wo ist der Brunnen? Da, wahrscheinlich unter Wasser. Würde Sinn ergeben. Eigentlich gehört das so zum Dorfzentrum dazu. Aber ich schätze, hier wäre auch... Okay, warte mal. Wie ist denn der aufgestellt? Verstehe. So, wenn mir jetzt noch jemand sagt, wie ich nochmal Gebäude drehen konnte. Gut, ne, es ist so dreckig. Ah, haha, 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 sehr schön. So, machen wir schön parallel zum Weg hin. Ah, das wäre so, das sieht seltsam aus. Machen wir so, machen wir parallel zum Haus hin. Jupp, bin ich mit zufrieden. Das Haus ist fertiggestellt, sehr schön. Wir haben jetzt offiziell mehr Häuser, als wir Leute haben. Aber wir haben halt kein Essen zum Verkauf. Warte mal, ihr verkauft Essen? In dem Fall. Warte mal, was haben wir denn? Was haben wir denn? Gar nichts. Ernsthaft, wir haben gar nichts? Ich hoffe, ich habe keinen Hunger, Leute. Haben wir hier noch irgendwas? Campfire haben wir da. Was ist das hier eigentlich? Ach, Grasstimme. Oh, wie süß. Oh, ich liebe diese Musik. Ich bin dem Macher so dankbar, das glaubt ihr mir nicht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, das ist spitze. Ah, sehr schön. Den Brunnen hätten wir dann auch damit. Ich schätze als nächstes die Schmiede. Na, der Kornspeicher. Na, Kornspeicher bringt uns nichts, wenn wir kein Essen haben, ne? Was haben wir denn am wenigsten momentan? Okay, Eisen passt schon. Feuerholz. Holz ist alles okay. Ich schätze, wir holen uns den Schreiner. Wir müssen ja keinen einstellen, aber wir können ihn ja schon mal bauen. Schreiner und Schmied werden erstmal wichtig sein, schätze ich, um weitere Holzsachen und dann vor allen Dingen auch Nägel herzustellen. So stelle ich mir das vor. So, was haben wir denn? Haben wir irgendwelche neuen Dekorationsmöglichkeiten? Nicht unbedingt, ne? Wir könnten hier dann so Zaun hinbauen, von da nach da. Und das hier so als Ranch-Eingang machen und dann kommt hier so. Gut, das gefällt mir ziemlich gut. Wartet mal, wie groß ist denn der Eingang? Der da. Ah ja, doch, so. Wenn wir das so hier hinmachen. Wisst ihr, das ist eine komplett sinnlose Idee, aber die gefällt mir. warte mal, welcher Zaun passt hier am besten zu denen? Der hier? Oder der hier? Ne, der auf keinen Fall. Das hier ist der Farmzaun. Der gibt am meisten Sinn. Oh, ich liebe das. Das ist perfekt. Das ist einfach nur perfekt, oder? Das ist so toll. So, und dann können wir hier noch... wenn wir mal davon ausgehen, dass hier nochmal ein... Warte mal, wenn wir hier einfach nochmal ein Feld hinpacken, ja? Es muss ja nicht bestellt werden. Aber wenn wir jetzt sagen würden, ich will von da... nach da. Nach da nicht. Auch nicht. Das ergibt mir schon eher Sinn. Bringt mir aber nichts, weil das auf der falschen Seite ist. Also von da nach da. Ja, ungefähr. Kann ich mitleben. So, wenn ich jetzt sage, dieses Feld wird... Warte mal. Das ist Getreide, Sonnenblumen, Kartoffeln. Genau. Davon kann man leben, schätze ich. So, der Zaun hier, ne? So, wenn ich das jetzt sage, geht der dahin. Und... Ja, der hier ist es. Von da... Okay, das würde das Heu beeinflussen. Aber so hier...
Oh, das ist ärgerlich, wenn ich das hier nicht abschließen kann. Ach bitte, das ist gemein. Wobei, hier könnten wir ja rein theoretisch noch einen Eingang hinmachen, ja. So, machen wir so hier. Jupp. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Jetzt können sie hier so lang laufen und da eine Straße eine kleine machen und hier rein. Kann hier auch nochmal so eine Straße lang. Das ist cool. Und so schreien das fertig. Oh, das ist cool. Wenn wir jetzt hier einen Arbeiter zufügen, können wir, denke ich, einen Pflug bestellen. Oh ne, wir brauchen erst zwei erwachsene Ochsen. Na gut. Können wir hier irgendwas bestellen? Nee. Wir können noch einen Karren bestellen. Den kann er bauen, ja? Genau. Sehr schön. Braucht 10 Holz dafür, die haben wir. Damit kann ich gut leben. Bauen wir als nächstes die Schmiede einfach mal auf. Und dann schauen wir mal, was wir noch so haben, um Essen herzustellen. Da. Nee, da. Ah, Hilfe. Oh, ein Fishing. Oh, das wäre hilfreich. Ich habe das Gefühl, wir bräuchten einen Fischer noch. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen größeren See? Oder haben wir hier nur so einen Fluss? Da oben ist der Fluss relativ breit. Ich liebe diese Musik. Sorry, aber... Oh, das ist so toll. Okay, reiß dich zusammen. Ah, das ist einfach nur toll. So, ich glaube, hier wäre es ziemlich cool. Das geht nicht. Ah, okay. Dann halt dahin. Kann aber erstmal pausiert sein. Als allererstes will ich die Schmiede erstmal fertig haben. So, der ruht sich gerade aus. Das finde ich übrigens super, dass man es sehen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was besser ist als vorher und anders ist als vorher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mein Geld reichen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme nichts ein und verliere nur Geld. Aber das sei mal dahingestellt. Oh cool, können wir denn jetzt ernsthaft zuschauen, wie der den Kart baut? Also ich meine, klar, ein bisschen schnell, aber wartet mal, wir machen das mal ein bisschen langsamer. Sehen wir da? Ja stimmt, erst war es ein Rad, jetzt sind es zwei Räder. Oh nee, oder? Wir können... Das ist so geil! Ich liebe dieses Spiel. Ich hatte vor, das angezockt zu machen. Jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen Lust auf eine ganze Serie davon. Einfach nur dank dem Kart gerade. Und weil es einfach zusammen mit der Musik viel stimmiger ist. Ist auch gerade so eine halbe Partymusik, ja. Oh Gott, ey, wenn das ein Stream wäre mit Kamera, würdet ihr gerade sehen, wie ich hier lächle, ey. Ah, das ist super. Das ist einfach... Wisst ihr, bevor ich das jetzt gerade aufnehme, habe ich noch dem Macher von dem Spiel geschrieben. Übrigens, Kudos. Immer noch saugeiles Spiel, hast du super gemacht. Dass ich mir für die nächste Version Musik für das Spiel wünschen würde. Wisst ihr, gute Musik... Oh, ich habe bald keine Nägel mehr. Oh. Karte ist fertig, oder? Okay. Kann man dich ja feuern. Sorry. Nee, aber gute Musik kann ein Spiel entweder komplett kaputt machen, also dann ist es keine gute Musik, oder eben die Stimmung von dem Spiel noch komplett viel besser rüberbringen. Und ich finde, das ist so ein Spiel, genau, also im Prinzip auch so wie Banished, und ich glaube, wir machen Geld, wir verlieren keins. Das ist so ein Spiel, das lebt von guter Musik. Meiner Meinung nach, klar. Aber das ist, ich meine... Das Spiel ist schon stimmig und das Spiel ist super. Und wenn man das Ganze dann... Oh wow, 96 Nägel da drin. Bitte? Wow. Nee, aber wenn man dann noch eine gute Musik zu so einem Spiel dazu macht, das diese Wartezeiten einfach ein bisschen angenehmer macht, dann ist es wunderbar. Und ich finde, das bringt es auch gerade so ein bisschen rüber. Wir haben nicht genügend Essen für die Leute. Ich hätte vielleicht erst einen Fischer bauen sollen, anstatt eine Farm, ne? Ich habe das Gefühl, das wäre sinnvoller gewesen. Und wie viele von den Leuten können...
Ich weiß nicht, wie viele Leute man für ein Feld benötigt. Das wäre hilfreich zu wissen. Wir machen jetzt einfach mal die Sonnenblumen auch aktiv. Haben wir noch eine Frau übrig? Wir haben eh noch eine Frau übrig. Dann geben wir der auch noch den Job hier. Die Männer können in Ruhe hier die Schmiede aufbauen. Das ist auch supi. Brauchen dann wieder ein bisschen Lehm, aber den holen die sich sowieso, wie sie lustig sind. Ich habe so das Gefühl, ich bräuchte noch so eine... Naja, so eine Wagenunterstand bräuchte ich hier vielleicht noch so einen. Können wir das eben machen? Wartet mal. Wenn ich jetzt sage... Weil das ist ja hier eigentlich der Haupteingang mit. In die kleine Siedlung. So, wenn ich jetzt hier sage... Können wir das... Geht's noch ein bisschen besser hingedreht? Besser geht's nicht. Aber macht nichts. So, wenn ich dir jetzt das Ding hier hinpacke... Oder vor den... Das wird ja nicht passen, oder? Würde das hier so? Das käme mir ein bisschen seltsam vor, wenn wir das... Ich meine, passen würde es vom Platz her, ja. Ich weiß nicht. Das würde mir ein bisschen verloren vorkommen. Ich glaube wirklich, wir packen das hier so hin. Alternativ hätten wir es vor die Farm packen können. Ich glaube, das hätte mit am meisten Sinn gemacht, aber da ist jetzt der Brunnen. Den Brunnen hätten wir da hinpacken können. Ja, aber nee, so ungefähr. Ungefähr? Ja, komm, ein bisschen weiter rein. So ungefähr. So. Genau. Jetzt können wir sagen, dass hier eins dahin soll und das eins dahin soll. Dann haben wir da nämlich zwei für Holz und da haben wir zwei für alles mögliche andere. Beziehungsweise das wird ja auch für Lehm wahrscheinlich benutzt mit. Wir könnten auch beim Lehmstand dann noch eins hinpacken nachher. Gibt es das auch in klein? Scheint momentan leider nicht so. Aber ist erstmal nicht so wichtig. So, langsam aber sicher dürfte dann auch mal der Winter vorbeigehen. Auf langsam geht halt die Zeit gar nicht rum, ne? Was zum... Achso, das ist die Musik. Ich wollte gerade sagen, ich höre im Hintergrund so Schweißgeräusche. Was? Ich wüsste nicht, dass wir Schweißgeräte haben. Nee, aber alles gut. Genau, so, ihr müsst jetzt dann langsam Leben sammeln. Wir machen mal wieder ein bisschen schneller. Ich hatte es nur langsamer gemacht, um so ganz gemütlich zu schauen, wie der hier den Karren baut. Ich liebe sowas, ja. Ich liebe die Liebe. Genau. Nee, ich liebe die Liebe zum Detail. Und das hat der Entwickler ja eindeutig. Ja. Also man sieht ja wirklich jede einzelne Aktion. Selbst wie die hier mit dem Karren reinfahren, den Lehm aufladen. Erstaunlich, wie sie da wieder rauskommen. Das sei dahingestellt. Ich glaube, die könnten hier so eine kleine Rampe gebrauchen. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Ach ja. Sehr schön, sehr schön. Wisst ihr, ich bin persönlich ja eigentlich auch so eine Entdeckernatur. Und so. Das hat früher schon, bin ich öfters mal in den Wald gegangen und habe immer gedacht, ich finde noch irgendwas Unentdecktes. Ja, war leider nicht so. aber spätestens dann so, ich wollte gerade sagen, spätestens mit Minecraft, aber da war ich schon 21, nein, schon viel früher. Ich habe ja damals mit, lasst mich lügen, mit 7 Jahren... Mit 6 oder 7 Jahren habe ich Age of Empires 1 von meinem Onkel gebrannt bekommen. Der war damals noch total hip für mich. Ach, na, habt ihr alle nichts mehr zu tun, ja? Und habt ihr echt nichts mehr zu tun? Stimmt, die Frau. Ja, stimmt, die Frauen haben ja. Ihr habt nichts zu tun, das ist richtig. Egal. So, die Männer sind hier. Wird. Ah, ich wollte gerade sagen hier, also bitte, seid nicht so faul, arbeiten. Nee, aber mit 6, 7 Jahren habe ich mein allererstes Age of Empires damals von meinem Onkel gebrannt bekommen. Und ja, ich hatte da schon meinen eigenen PC. Es war ein stolzer Pentium 2. Also eigentlich, es war so, meine Eltern hatten einen Pentium 2 und die haben sich dann einen neuen kaufen wollen.
Schlau wie ich bin, habe ich ja gemeint, ja, eigentlich braucht ihr braucht kein Pentium 3, der Pentium 2 reicht total für euch. Ja, sowas wusste ich damals als Kind schon, ich war total technikbegeistert da. Es hat mit dem Super Nintendo damals schon angefangen, Gameboy, ach, hey, meine, viel zu viel. Hat mich total verkorkst, sieht man ja jetzt jeden Tag. Auf YouTube, direkt hier. Nein, und... Naja, das haben sie mir aber nicht geglaubt, dass haben die den Pentium 3 behalten. Ich habe dann aber ihren alten bekommen, den Pentium 2. Und für sowas wie Empire Earth 1 hat es locker gereicht, auch mit der Grafikkarte, die da damals drin war schon. Ich habe keine Ahnung, welche das war. Es war keine Onboard-Karte, das kann ich euch sagen. Aber ich habe keine Ahnung, welche Grafikkarte da drin war. Und dann habe ich halt schon bei Empire Earth 1... Empire Earth? Wieso bin ich jetzt bei Empire Earth? Nein, dann habe ich halt bei Age of Empires 1 schon ordentlich reingespielt. Also wirklich ordentlich, ja. Also ich Nach der Schule ging es dann erstmal an den PC, so nach dem Motto. Auch mit 7 Jahren schon, ja. Zugegebenermaßen nicht ganz so schlimm wie heute. Aber ich finde das so toll, wie er die einzelnen Wände aufbaut, ne? Aber es ging dann trotzdem ordentlich erstmal an den PC. Und dann halt sowas wie, oh, der erste... Ja, das erste Gras kommt zurück. Der Pixelschnee verschwindet. Ich denke mal, das wird noch irgendwann gefixt. Aber seht ihr das? Das so die einzelnen Pixellinien. Ich finde es trotzdem super, wie das so ganz langsam passiert. Das ergibt Sinn. Das ist ja auch in echt so. Und ich liebe das. Das sehe ich jetzt gerade das erste Mal. Ich bin total begeistert. Ich habe ja Banished erst aufgenommen vor 2 Tagen. Und ich bin der Meinung, bei Banished passiert das nicht so. Ich bin wahnsinnig begeistert gerade. Einfach nur wow. Das ist ja... Und das, dann wird es immer schneller, weil es immer weniger Schnee ist. Und immer wärmer wird langsam, aber sicher. Das ist ja so cool. Wow. Einfach nur wow. So, meine lieben Damen. Ihr dürft genau auf die Felder. Machen wir mal langsam, das will ich mir anschauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch das total detailgetreu ist. Wo ist die dritte? Oh, nice. Und da helfen sogar noch viele mit, ja? Vielleicht Kinder oder so. Oder Leute, die sonst nichts zu tun haben. So, Holzfäller. Ich glaube, Holz haben wir eigentlich genügend, ne? Da ist alles komplett voll. Oder? Ja, fast voll. Feuerholz definitiv voll. Ja, da können wir auch einen freigeben. So, was macht ihr auf dem Feld? Lauft ihr da einfach nur rum und tut so, als ob ihr aussehen würdet? Sieht fast so aus, ne? Ich nehme mal an, ihr seid gerade am Säen. Ja, stimmt, pflügen können wir es ja nicht. Ah, wir haben ja keinen Pflug. Das heißt, die Leute gehen da wortwörtlich einfach nur lang und hauen Samen raus aufs Gras und hoffen, dass die da irgendwie einwachsen. Oh mein Gott. Wir brauchen Ochsen. Ah, ich finde das trotzdem super. So, ihr kart gerade, nehme ich an, Holz ran. Sehr schön. Genau. Da kommen sie mit ihren Karren. Finde ich ein bisschen seltsam, dass ihr die Karren hier nehmt, anstatt ohne Karren bis hierher zu laufen und die dann zu holen. Aber okay. Oh, das ist so toll. Wie die so halt noch halb parallel laufen. Das ist so gut. Okay, das ist, ich nehme an, du machst gerade eine Pause, ja? Ich bin total begeistert gerade. Nun gut. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Empire, Age of Empires, ne? Ja, genau. Empire, Age of Empires, genau. Das Age of Empires Empire. Ohne Witz. Wenn Age of Empires 3 nicht so... Sorry, aber meiner Meinung nach schlecht gewesen wäre, hätten die da so ein gutes Strategie-Imperium machen können. Die Leute beschweren sich immer, dass Strategiespiele kein Geld verdienen, sondern wenn überhaupt nur das eigene Produktionsgeld wieder reinziehen. Aber wen wundert das? Age of Empires 1 damals, super innovativ, super gut. Also meiner Meinung nach innovativ, weil ich nichts vorher kenne, sorry, aber ist halt so. Hat so viel Gutes gemacht. Age of Empires 2 hat darauf aufgebaut und war so genial. So genial. Hat fast alles richtig gemacht. Gutes Aufbaustrategiespiel.
gute Einheiten, schöne Formationen, die sie nehmen konnten, ein bisschen Taktik, wenn auch ein bisschen Masse ist halt so bei solchen Spielen manchmal. Hätte man super gut weiter darauf aufbauen können und trotz Mittelalter oder so das Ganze noch verbessern können. Nein, Age of Empires 3 ziehen wir einfach mal in die Kolonialzeit und machen das irgendwie so seltsam, ich weiß nicht. Das funktioniert nicht. Die Kolonialzeit funktioniert auch mit Mauern und so weiter nicht so gut. Und dementsprechend ist das halbe Age of Empires Prinzip dann kaputt gewesen dadurch. Und die Eisenbahnlinien und so, beziehungsweise die Handelslinien fand ich gut. Die Idee war super, aber die Umsetzung fand ich dann auch nicht so toll. Ja, wow, schafft ihr echt alle Felder? Also wenn ihr die Felder alle schafft zu besehen, dann können wir auch das hier noch aktivieren. Dann gibt es auch noch Getreide dazu. Dann brauchen wir aber definitiv nach der Schmiede. Die Schmiede würde ich übrigens gern irgendwie priorisieren. Die haben alle keinen Bock mehr. Die wollen alle auf der Farm arbeiten. Könnte ich aber limitieren, ne? 2, 4, 6, 7. Wir haben 7 Mitarbeiter und 3 Arbeiter, also 10 Mann insgesamt, die auf die Felder arbeiten. Aber es ergibt Sinn, oder? Dass das ganze Dorf, es ist ja ein Dorf, mehr oder weniger, dass das ganze Dorf erstmal mithilft, die Felder zu bestellen. Und dann, während es wartet, dass die ganzen Sachen wachsen, kann wieder die ganz normale Arbeit mitgemacht werden. Also abgesehen von dem... Warte mal. Wo arbeitest du gerade? Ah, doch, du arbeitest da drin. Irgendwie. Okay. Ich dachte, du bist auch im Feld arbeiten. Du da? Du warst gerade am Marktplatz und eine Runde chillen. Das ist okay. So ein kleines Bäumchen da. Ich bin der Meinung, das dürfte ruhig mal wachsen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Ich würde übrigens, ich weiß, der Entwickler spricht kein Deutsch, aber ich würde so gerne so ein Lagerfeuer bauen oder auch die Baumstämme hier nur. Zelte muss jetzt nicht sein, aber gerade sowas wie hier eben das Lagerfeuer, das wäre super, wenn ich das bauen könnte. Ich finde das so toll, wie die alle zusammen... Das ergibt auch so viel Sinn, wie die das machen. Seht ihr, ich finde, der Mann hat... Wenn nicht genommen, ja, Microsoft schneidet euch mal eine Scheibe ab. Ja, also der Mann hat Bennicht genommen, gibt er ja auch zu, dass das Spiel von Bennicht beeinflusst ist und es ist auch total okay so. Und hat darauf aufgebaut, hat das Prinzip übernommen, auch dass die Gebäude Stück für Stück gebaut werden. Aber hat er halt seine eigene Marke hinterlassen. Er hat wirklich dafür gesorgt, dass das Spiel ernsthaft. Du musst da wirklich da zwischendurch laufen, ja? Du kannst nicht irgendwie da mitlaufen. Kann ich das irgendwie zuzäunen? So. Muss man euch halt alles noch zuzäunen, oder? So, durch den Zaun wirst du jetzt aber nicht laufen, oder? Nein. Yay, sie nehmen den Eingang, endlich. So, wo war ich denn geblieben? Ach ja. Nee, der hat aber das Bauprinzip genommen, oder das Kolonialprinzip, das Bennicht-Prinzip, nenne ich das jetzt einfach, so. Ja, wissenschaftliche Fakten. Das sogenannte Bennicht-Prinzip. Hat darauf aufgebaut und hat also wirklich was Tolles hinterlassen. Und entwickelt das auch noch in eine super Richtung weiter. Ja, also das Lagerhaus, so Einstellungen, wie viel die Leute verdienen dürfen. Apropos, kann ich dem jetzt einfach mal eiskalt sagen, so du kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen. Du brauchst nicht so viel arbeiten und du ja auch. So, ist unfair, ne? Die Leute, die schwerste Arbeit haben, ja, schon hat er keinen Bock mehr. Ah, sehr schön. Schauen wir mal, arbeitet jemand für 90%? Ich glaube nicht, ne? Wir haben nicht genügend Leute. Das heißt, wir machen es einfach wieder 100%. Oh, super. So, und jetzt sollte hier wieder jemand arbeiten dann gleich. Aber ergibt Sinn, ne? Momentan haben wir ja volle Auslastung. Wir haben alle 9 Männer und alle 5 Frauen irgendeine Arbeit zugeteilt. Keine Ahnung, was die Frauen arbeiten. Achso, eine arbeitet hier, ja. 3 arbeiten hier. Wo arbeitet die 4.? Kann ich hier irgendwie durch die Frauen durchklicken? Wahrscheinlich nicht, oder?
bin verwirrt. Ich schätze, meine Frau macht irgendwas anderes noch. Fragt mich nicht was. Die, keine Ahnung, trägt Sachen rum oder so. Arbeitet hier eine Frau? Ich denke mal, das ist eine Frau, aber es ist ein Typ, ne? So, genau. Und ihr sät jetzt hier schön die Felder aus. Ihr habt ja auch immer noch Helfer. Ich kann immer so schlecht entscheiden, was eine Frau ist. Das ist für mich zum Beispiel auch... Das ist eine Frau, die hat halt kürzere Haare, aber... Okay, die Männer haben jetzt halt wirklich keinen Bock mehr auf den Job anscheinend. Achso, die sind halt hier. So, das ist ein eindeutiger Mann. Das ist auch ein Mann, aber verglichen mit dem da... Also vielleicht sind einfach nur die Symbole für mich zu klein, dass ich irgendwie zu doof bin, das zu deuten, aber... Ne? Na gut, sei halt dahingestellt. Jedenfalls, Strategiespiele, richtig. Das ist ja auch mehr oder weniger ein Strategiespiel. Aber eben Aufbaustrategie. Empire Earth 1. Damals mein absoluter Liebling. Noch vor Age of Empires, aber es kam halt danach erst raus. Daher im Prinzip nach, ist ja wie auch immer, sei dahingestellt. Ich hatte es lieber als Age of Empires. Ich finde, das ist ein super Game. Hat alles richtig gemacht, ja. Hat Stein-Schere-Papier-Prinzip gehabt, aber so, dass es Sinn macht. Sprich, Speere schlagen Kavallerie, Kavallerie wird zu Panzern, Speere schlagen aber keine Panzer. Ja, also, der kann dem Panzer ein Speer zwischen die Speichen hauen, das ist, oder zwischen die Räder. Also, ne, zwischen die Kettenräder. Das interessiert den nicht wirklich. Das Metall stört es erst recht nicht, das kriegt einen kleinen Kratzer vielleicht, wenn man dann mit dem Speer dagegen schlägt oder so, wenn überhaupt. So. Hat alles richtig gemacht. Die Mauern waren Mauern, ja. Also da kannst du auch mit einem Schwert oder mit einem Speer einschlagen, wie du lustig bist. Das dauert eine Weile, so eine Mauer davon zu bröckeln, eine ordentliche, ja. Selbst die Holzpalisaden, logischerweise. Ich meine, wenn du gegen einen Baumstamm, der oben abgespitzt ist, mit einem Schwert dagegen schlägst, dann machst du halt eine Kerbe rein. Das interessiert den Baumstamm nicht, da brauchst du ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. So, dann kam Empire Earth 2. Empire Earth 2 hat Gebiete eingeführt, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Fand ich auch bei Company of Heroes super. Hat dann aber irgendwie geschafft, dass Speerträger Panzer kaputt machen können, weil Steinschere, Papier im Prinzip und Panzer sind immer Kavallerie, der Moderne. Und Mauern. Naja. Wenn man da mit einem Schwert auf eine Steinmauer einschlägt, ist dann so nach ein paar Schlägen durchaus die Mauer kaputt, ja. Also das sind wirklich Bruchsteine übereinander gelegt. Nicht verstärkt oder so, die sind einfach nur übereinander gelegt. Punkt. Ja, also da kann ein Bauarbeiter ankommen und kann die so Stück für Stück wegschieben und dann ist auch irgendwann die Mauer kaputt. Das verstehe ich halt nicht. Dann brauchen sich die Leute ja wirklich nicht wundern, dass Strategiespiele an sich kein Geld machen, oder? Aber ist nur meine Meinung. Was verstehe ich schon davon? Ich beschäftige ja nur mein gesamtes Leben mit Spielen. So seit 6, 7... Ne, warte mal. Wann war der Super Nintendo? Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine erste Konsole oder Game Boy oder so hatte ich mit 4 Jahren. Ich bin mir jetzt nicht mehr so über die Daten sicher, aber ich weiß, dass wo ich zum Beispiel ziemlich jung war, ich meinem Bruder auf der PlayStation schon zugeschaut habe. Einmal bin ich halt in mein Zimmer, oder in unser Zimmer, wir haben es uns damals noch geteilt gehabt, reingekommen. Der war gerade am Resident Evil Operation Nemesis spielen. Ja, ich komme da in das Zimmer rein und genau in dem Moment kommt da irgend so ein großes Boom und Nemesis kommt da durch eine Wand gestürzt, ja. Ich bin auch gestürzt und zwar aus dem Zimmer wieder raus. Aber seitdem habe ich auch irgendwie von nichts mehr Angst gehabt. Ich kann mir auch nicht helfen. Seitdem kann ich Horrorspiele irgendwie nicht mehr richtig ernst nehmen. Wahrscheinlich geschockt fürs Leben oder so. Nun gut. Oh, wir haben unsere Schmiede. Wir haben direkt sogar Platz für einen Arbeiter. Sehr schön. Der produziert Nägel. 1000 Nägel, bin ich mir nicht so sicher, ob wir die brauchen. Apropos, wo bekommt man Eisen her?
Muss ich das handeln? Also hier zum Beispiel im Handelsposten? Oder kann ich Eisen produzieren? Gibt es hier eine Mine? Ich bin der Meinung, es gibt keine Mine. Meine Meinung scheint richtig zu sein. Ich liebe diesen einen Song hier, ne? Für die von euch, die sich interessieren dafür, der heißt New York 1924. Einfach nur super, ey. So. Es scheint keine Mine zu geben. Und wir haben genügend Häuser für mehr Leute. Das heißt, wir brauchen wohl den Handelsposten. Continue. Da wird uns nicht viel übrig bleiben. Wir brauchen den Handelsposten. Habt ihr eigentlich noch irgendwas zu tun? Nee, ne? Oh doch, du gehst auf Arbeit. Was machst du denn dann auf Arbeit? Oh, die Frau ist schwanger. Ich wusste nicht mal, dass es auch Schwangerschaft gibt in dem Spiel. Bin gerade recht erstaunt. Finde ich aber super. Wir brauchen mehr Leute. So, du kannst dann auch Sonnenblumen. Okay, Sonnenblumenöl verkaufen. Und Getreide will wahrscheinlich keiner so haben, ne? Nee, wird, ergibt doch Sinn. Okay. Ich glaube, bevor wir das Ding da bauen, bauen wir noch die Fischerhütte schnell. Ernsthaft? Okay. Bin ja gespannt, wie das dann aussieht. Das sind wahrscheinlich die einzelnen Stelzen an dem Boden von den Dock. Wobei, ich muss ja sagen, wir haben nicht genügend Leute, um alle Betriebe zu besetzen, ja? Also wir haben einen Holzfäller, wir haben einen da drin. Das sind zwei Männer. Da muss keiner rein. Hier brauchen wir gerade keinen. Es sind drei Männer. Einer ist noch der Bürgermeister. Es sind vier Männer. Okay. Wir haben neun Männer, oder? Sieben Männer. Okay, rein theoretisch sollten unangestellte Männer sein, aber wir haben nur Frauen übrig. Was macht ihr da drin? Komisch. Wer weiß, was die da drin macht. Die denkt sich neue Getreideformeln aus oder so. Apropos, kann ich hier die Kartoffeln wachsen sehen? Würde mich nicht wundern, aber momentan noch nicht. Ich denke mal für nächstes Mal, ich bin mir relativ sicher, dass es ein nächstes Mal geben wird, und zwar relativ bald, haben wir dann auch noch mal ein bisschen mehr Musik als die momentanen 20, 23 Minuten. Aber ich habe halt ohne Witz eine Stunde lang für gute Musik gesucht, die zu dem Spiel auch so einigermaßen passen würde, bis ich den einen Komponisten hier gefunden habe. Meine Güte, war das... Hä? Oh, habe ich jetzt beide freigegeben? Warte mal, das ist ja ziemlich doof. Machen wir doch den Handelsposten zuerst. Seid ihr eh gerade schon am Liefern, ne? Okay, schauen wir mal. Du bringst es dahin und da liegt es. Schauen wir mal drüber weg, ne? Die ganzen Karren, was bringt der gerade an? Ich denke mal, das sind die Nägel. Ja. 174 Nägel bringt der Guteste gerade. Haben wir noch 30 übrig. Unser Geld geht wieder runter. Wird Zeit, dass unsere Läden dann mal funktionieren. Sehr schön. So ein schön entspannendes Spiel. So, produzierst du denn? Der ruht sich aus, ernsthaft. Oh, du fängst auch gerade erst an, dich auszuruhen. Du hast mit den fünf Eisen noch nichts getan? Du hast noch keine Nägel produziert? Ernsthaft? Hast du den ganzen Tag nur deine Schmiede angestarrt, oder wie? Apropos Schmiede, da fehlt ein Amboss. Ist ja kein Wunder, der hat ja keinen Amboss, der Mensch.
Ach so, ich hab's ja so eingestellt, dass du selber das rangekarrt hast, ne? Das Eisen. Na gut, okay. Nach der Reise von da ganz hinten bis hier vor mit dem Karren. Lass ich dir das durchgehen, dass du dich kurz ausruhst. Kann ich mitleben. So ein tolles Spiel. Gut, aber liebe Leute, das war's leider schon wieder. Ich finde, wir haben ziemlich viel angestellt, oder? Ich meine, wir haben nicht nur das eine Wohnhaus hier geschafft. Nein, nein, nein. Wir haben unsere Schmiede fertig. Unseren Schreiner fertig. Unsere Schmiede fertig. Unser Handelsposten wird angefangen mit Bauen. Ja, der hat schon mal die Materialien bis hierher oder so. Was weiß ich, er hat auf jeden Fall schon mal Materialien. Braucht nur Bauarbeiter. Ja, dann hau halt die Laborer raus, dann sollen sie halt nichts mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind alle unsere Felder bestellt. Ja, alle unsere Kartoffeln, unsere Sonnenblumen und sogar unser Getreide. Mal schauen, wir brauchen unbedingt dann unseren Kornspeicher. Wir müssen es unbedingt irgendwie unterbringen vor dem Winter auf jeden Fall. Aber es ist erst März. Die Leute schaffen hier wesentlich mehr in einem Jahr als in Bennicht. Gefühlt zumindest. Wir haben so viel Holz hier, ne? Sehr schön. Gut. Und ja, ich hoffe wie immer, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr gerne ein Like und oder Kommentar. Denkt daran, dass ihr mir sehr gerne in Discord joinen dürft. Ja, ich baue da momentan eine Community auf. Gestern ist wieder jemand dazugekommen. Ich freue mich immer sehr darüber. Ich rede auch ganz gerne mit euch, ja. Also ich meine, ich habe nicht immer Zeit, aber wenn, dann gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Ostriff oder, wenn es euch gefällt, Elex. Aber bis dahin, liebe Leute. Tschüss.